Wir sind in den 50er Jahren gegründet worden, um uns für eine Versöhnung, eine Aussöhnung zwischen Juden und Christen einzusetzen, natürlich nach der Zeit des Nationalsozialismus, haben uns in der Folgezeit und bis heute aber doch zu einem gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Engagement verstanden. Das heißt, wir sind für Völkerverständigung, entsprechende Projekte, Programme, Aktionen werden durchgeführt, natürlich für Toleranz und setzen uns für Minderheitenrechte ein. Also aus diesem zunächst eher theologisch-religiösen Kontext haben wir uns, ich will nicht sagen befreit, aber den haben wir erweitert um ein insgesamt rundes gesellschaftliches Engagement. Das fängt an von Zusammenarbeit Heinrich-Heine-Institut, weil Heinrich Heine natürlich als Rheinländer und als Jude mit diesem Problem der Ausgrenzung schon gekämpft hat. Und das haben wir literarische Anknüpfungspunkte. Wir haben aber auch ganz aktuelle politische Fragestellungen, sehr kontrovers mit dem israelischen Botschafter und dem Vertreter der Palästinenser erörtert, so die politische Seite. Wir laden zum Woche der Brüderlichkeit bekannte Literaten ein. Wir hatten also Walter Jens hier, wir haben Dieter Wellershoff vortragen lassen, immer zu vergleichbaren Komplexen. Also es ist ein rundes Bild und wir machen das übrigens nicht immer alleine, sondern wir finden Partner in Köln. Wir haben andere Gesellschaften, die mit uns die Veranstaltungen durchführen und organisieren und das bringt uns relativ viel Zulauf. Wir haben Trialoge. Das ist nicht ganz gutes Griechisch, weil es ja nur Dialogos heißt, aber wir haben diese Gesprächsrunden mit allen drei Religionen sehr erfolgreich durchgeführt, das tun wir, aber es ist nicht unser Schwerpunkt. Wir machen das einmal im Jahr, das wird auch sehr gerne angenommen, aber da kümmern sich natürlich vornehmlich andere darum, weil man sich nicht allzu sehr aufteilen kann. Man muss die Kräfte konzentrieren. Ja, es ist so gewesen, dass ich als Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland in den 80er Jahren sehr nachdrücklich gefordert und auch dann umgesetzt habe, dass die Vergangenheit unserer Psychiatrien aufgearbeitet wurde. Es war eben auch so, dass die Psychiatrien und die Ärzte, die dort arbeiteten, bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg zum Teil dieselben waren, die während der Nazis Menschenversuche gemacht hatten, die behinderte, geisteskranke Menschen in die Vernichtungslager geschickt hatten, also die sogenannte Euthanasie. Und das war ein verschwiegenes Kapitel. Es wurde beschämend in den 50er, 60er Jahren nicht aufgearbeitet. Und ich fand das alles weitgehend unaufgearbeitet in den 80ern noch vor. Und darüber ist dann der Kontakt zu christlich-jüdischen entstanden und das dann auch sich immer erweiternde Engagement. Naja, das heißt eben, sich auch mit der Vergangenheit auseinandersetzen wollen. Dieses, wir haben das genug getan, das ist doch, muss doch jetzt alles mal zu Ende sein, das ist doch jetzt schon 60 Jahre her. Das ist deshalb eine fatale Einstellung, auch für jüngere Menschen, nicht weil es sie persönliche Schuld trifft die natürlich nicht, weil sie zum Teil gar nicht gelebt haben zu der Zeit, aber weil doch die Verantwortung eine gesamtgesellschaftliche ist und die müssen wir doch übernehmen. Nicht, dass ich bin in keiner Weise in persönliche Schuld verstrickt, was Nazis angeht, natürlich nicht, aber ich muss doch sehen und wissen, dass die Gesellschaft mit diesem unglaublichen Terror der Nazis noch auf Generationen wird leben und darunter leiden müssen. Eine Einmaligkeit, eine monströse Einmaligkeit in der Geschichte und es ist traurig genug, dass es die Deutschen waren im 20. Jahrhundert, die dazu nach Goethe und Schiller und Heinrich Heine noch fähig waren. Es sind 1000 Mitglieder in dieser Gesellschaft, das ist die größte Deutschlands und sehr viel Ehrenamt fließt da hinein und es ist schön. Ich sage manchmal, es gehört zum guten Ton in Köln, in dieser Gesellschaft zu sein. Das ist nicht in allen Städten Deutschlands so, wie ich von den Freunden in anderen Städten weiß. Und das ist gut so, denn da fühlen sich die Menschen eben auch eingebunden. Über alle Parteigrenzen hinweg ist der Vorstand besetzt, über alle Religionsgrenzen hinweg ist der Vorstand besetzt und geschieht die Arbeit. Das ist das, was es zu erhalten gilt. Ja, wir sind ein eingetragener Verein mit einem etwa 20-köpfigen Vorstand, der die Arbeit trägt und wir haben eine ganz kleine Geschäftsstelle und wir führen mit dieser Ein-Personen-Geschäftsstelle und dem Ehrenamt etwa 40 Veranstaltungen im Jahr durch. Also das ist, mit Ferien abbrechen, im Grunde, wenn man die Kooperation mitrechnet, jede Woche eine. Also ungeheurer, schneller Schlag. Also wir würden jedes Achterrennen gewinnen damit. Wir haben vor wenigen Jahren aus Anlass einer rechtsradikalen Demonstration ca. 20.000 Menschen auf dem Ring zusammengebracht innerhalb von 8 bis 10 Tagen. Und das ist wichtig, das gibt den jüdischen Bürgern hier, unseren Nachbarn, unseren Freunden, es gibt ihnen Vertrauen. Sie sitzen nicht mehr auf gepackten Koffern.
Ja, gemeinsam sind wir Köln. Das soll ein äußeres Zeichen, eine Zusammenfassung all dessen sein, was die kölnische Gesellschaft auszeichnet. Wir grenzen nicht aus, sondern wir sind alle Köln gleichberechtigt, ohne Ansehen der Herkunft, ohne Ansehen der Religion. Und das ist, das findet man ja auch in vielen kölschen Karnevalsliedern wieder. Aber da ist es mir ein bisschen oberflächlich. Aber immerhin, das ist ein schöner Ausdruck. Und wir finden, das ist das beste Motto für das, was wir tun. Das interpretiert im Grunde sehr komprimiert das, wofür die kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit steht.